Wie ich gerade sagte, betrachten wir nun die Permutation mit Wiederholung im zweiten Punkt. Da gehe ich von folgendem aus. Wenn unter den gesamten Elementen, und zwar unter den gesamten n-Elementen, n1 gleiche Elemente einer ersten, n2 Elemente einer zweiten und schließlich nk Elemente einer Kartenart auftreten und dabei die Summe dieser mehrfach auftretenden Elemente gleich der Gesamtzahl n ist, dann berechnet man die Permutation mit Wiederholung nach folgender Formel. Es ergibt sich die Permutation von n Elementen, heißt das, wobei n1, n2 bis nk mehrfach auftreten. Das ist dann n-Fakultät durch n1-Fakultät mal n2-Fakultät mal bis nk-Fakultät. Ganz kurzes Beispiel dazu. Nehmen wir mal an, wir haben eine Halskette. Diese Halskette hat 10 verschiedene, und zwar farblich verschiedene Perlen. So, jetzt haben wir irgendeine Schulklasse und die Mädels sind ja so programmiert, dass jeder eine andere Farbkette haben muss, in der Anordnung. Dann gibt es bei diesen 10 Elementen 10 Fakultät verschiedene Möglichkeiten, eine Farbkette zu tragen. 10 Fakultät, das ist schon ein Riesenwert, können wir mit dem Taschenrechner ausrechnen. Jetzt könnte es aber sein, dass Sophia auch wieder eine Kette hat, da sind 3 rote dabei, da sind 4 grüne, das sind schon 7, und dann haben wir nochmal 3, könnten blau sein. Das heißt, dann gibt es eine Anordnung von auch wieder 10 Fakultät, aber jetzt haben wir einmal 3 Fakultät, nämlich 3 gleiche, dann haben wir 4 gleiche und nochmal 3 gleiche. Dann müsste ich das dadurch dividieren. Und dann gibt es natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Okay, bis hierher.